Willkommen zurück zu einer neuen Aufnahme. Staffel, Saison, sucht es euch aus. Wir sind in Lübeck. Was wollten wir denn? Wo ist denn unser Schiff? Lass uns erstmal gucken, wo unsere kleine Nussschale ist. Wo gammelt die rum? Wo ist denn unser Schiff? Ach, da. Nein, ich will zu unserem Schiff. Da ist die Seemühle. Ach, die ist auf dem Weg nach Lübeck. Aha, ja. Die ist auf dem Weg nach Lübeck. Was hat die denn geladen? Nichts hat die geladen. Warum? Hatten wir einen Auftrag noch offen? Nein, hatten wir auch nicht. Das ist schon mal sehr gut. Dann können wir aber hier. Da ist auch keiner da. Dann fahrt doch mal nach Malmö direkt und guckt mal nach, ob ihr da vielleicht noch Holz findet. Ne? Machen wir mal vernünftig hier. Ansonsten handeln wir gleich noch ein bisschen mit Gammelfleisch. Das können wir ja. So, lass uns mal gucken. Malmö. Guck mal, Malmö hat einen Auftrag. Malmö möchte Ziegel nach Brügge bringen. Bis zum 10.09. Das schaffen wir aber nicht. Und ich glaube, seid mir nicht böse, aber ich mach mal eben die Musik ein bisschen runter. Zumindest die Gesamtlautstärke. Ein bisschen. Minimal nur. Ich glaube, das ist nämlich so. Für meine Ohren. Sehr viel besser. Ist die Frage, ob ihr es noch versteht, ne? Ich glaube nämlich, das ist nämlich jetzt zu leise. Ah, immer diese. Machen wir es so. Sollte reichen. Weiter. Upsala. Wir wollten Holz kaufen. Das bringen wir mal nach der Lübecker. Hier hin. Du sollst hier hin. Tu doch, was man dir sagt. So, Chronikeintrag. Wir verkaufen das Holz. Siehste, kriegen wir wieder jede Menge Money kriegen wir. Jede Menge Money. Können wir auch im Moment nichts machen, außer hier, ne? Hin und her tuckern, das Gammelfleisch verhökern. Mehr können wir hier nicht machen. Aber wir können mal neues Gammelfleisch besorgen. Das wäre doch eine Idee. Auf nach Flensburg. Der Flensburger. Können wir wieder Punkte sammeln. Bitte. Guck mal hier. Komm, nehmen wir die 6. Dann geht's nach Aalborg. So. Was? Oh, guck mal, Aalborg hat auch einen Auftrag. Das ist schon. Wir gucken uns erstmal den Auftrag an. Aushang. Fälle benötigt. Getreide nach Malmö. 40 Getreide von Aalborg nach Malmö. Ja, wir müssen sowieso nach Malmö. 40 Getreide. Nehmen wir mit. Dann nehmen wir noch ein bisschen Fleisch mit. So. Das haben wir. Hier ist noch Malmö. Der Malmösen. Malmösen. Wie werden die genannt? Weiß das einer? Schreibt es bitte in die Kommentare. Hier kriegen wir auch wieder ordentlich Geld. Auftrag abgehört. Komm, fahren wir mal nach Rostock. So. Gucken wir uns da mal um. Guck mal, Rostock hat auch einen Aushang. Bier nach London. Bis zum 25.09. 40 Fässer Bier. Ja, komm, die nehmen wir an. Dann waren wir nämlich auch mal in London. 40 Fässer haben wir. Auf nach London ist da unten. Jetzt ich bin die Nussschale und falle halb auseinander. So. Wir sind bei den Briten. Bei den Briten sind wir jetzt und verkaufen da das schöne Bier. Guck mal, Fleisch können wir den auch noch ein bisschen. Ja, komm, geben wir euch alles. Da habe ich nämlich hier Ruhe. Was habt ihr denn im Angebot? Ziegel, Getreide, Wolle.
Tuch. Rostock wird belagert. Oh nein, Rostock. Die Rostocker werden belagert. Ist aber auch hier, ist ne, ne? London, die Insel ist irgendwie bei den. Irgendwie ist die. Nicht schön, ne? London ist nicht schön. Salz nach Malmö bis zum 26. Jahr. Das schaffe ich nicht. Aber wir müssen ja sowieso. Wir brauchen ja noch ein zweites Schiff. Dann können wir da mal gucken, ob wir noch ein zweites Schiff bauen. Dann würde ich nämlich gerne eine Kogge bauen. 52.000 und knapp 27.000 an Materialkosten. Also willst du mich auf den Arm nehmen, Spiel? Wo soll ich das Geld denn herholen? Hä? Salz haben wir bis zum 27. Ja, das schaffe ich nicht. Das schaffe ich nicht. Das schaffe ich nicht. Komm, auf nach Aalborg. So. Aushang in Aalborg. Was haben die denn? Fälle. Getreide nach Edinburgh bis zum 2.10. Ja, nochmal falsch nicht darüber. Nicht für die paar Cent da. Ist ja ein Hungerslohn. Wie soll ich denn da meine Matrosen satt kriegen? 132 Taler. Die schlagen mich kaputt. Die schlagen mich tot. Kriegt jeder einen halben Penny oder so. Geht ja gar nicht. Das geht ja gar nicht. Das verkaufen wir. Aber hier kaufen wir noch ein bisschen Holz ein. So. Dann geht's nach de Malmö. Dann mal. Boah, wie heißen die? Ich nenne die jetzt mal Mösen. Das sind mal Mösen. Wenn es irgendeiner weiß, schreibt es in die Kommentare. Aushang. Ziege nach Scarborough. Ist auch da drüben. Für. Ne. Da bleib schon lieber hier unten. Rostock wird immer noch belagert. Das heißt aber auch 600 Holz bis zum 16.10. Boah, das 600 Holz. Den nehmen wir an. Den nehmen wir an. Und dann fahren wir nämlich da rein. Dann verkaufen wir das Holz, was wir schon mal da haben. So. Brauche ich noch 550. Ja, das bis zum. Boah, 550. Das ist ordentlich, ne? Das ist eine Stange. Einmal. Brügge wird auch belagert. Nein. So, habe ich 200. Die bringen wir runter. Das lohnt sich nämlich jetzt. Das ist nämlich ein satter Gewinn, den wir da machen. Beim Verkauf werden wir vielleicht noch nicht mal. Selbst da machen wir nicht Minus. So, 200. Ist die Frage, wie schnell kommen die mit dem Produzieren hinterher? Das ist jetzt die Frage. Das ist jetzt die Frage. Guck mal, die können wir auch verkaufen. So. Dann geben wir auch noch ein bisschen Geld hier. So. Wir sind ja wohlhabend mit 160.000. Dann sind wir ja sehr wohlhabend. Den kaufen wir ein. Was haben wir denn hier für einen Aushang noch? Ziege nach Aalborg. Bis zum 18. Nein, schaffe ich nicht. Wie lange geht der? Bis zum 17. war das, ne? Bis zum 16. Oh, da müssen wir uns jetzt ranhalten. Bis zum 16. Habt ihr noch? Ihr habt gar nichts. 123. Da fahren wir nochmal nach Malmö. Jetzt 195. Da fahren wir nach Lübeck. Bringen die weg. Die verkaufen wir. Plus minus 0. So. 161 brauche ich noch. Ich brauche noch 161 Holz. 161 Wolle nach Göteborg. Nein. 161 Holz. Noch 102. Bis zum 16. Bis zum 16. So, 98. Fahren wir nochmal nach Malmö. Hundertzweiundvierzig.
162 müsste reichen. Auftrag abgeschlossen. Ja. Bams. Da kriegt man richtig satt Geld für. Sehr schön. Bier nach Malmö. Ja, kaufen wir hier. So. Bringen wir mal das nach Malmö. Dann haben wir das nämlich auch. Und dann fahren wir nämlich hier zurück und holen erstmal neues Gammelfleisch. Gammelfleisch. So, bitteschön. Haben wir das nämlich auch fertig. Dann fahren wir nach Aalborg. Da kaufen wir unser Gammelfleisch. Ja, viel habt ihr nicht, ne? 5. Dann fahren wir nach Flensburg. Der Flensburg. Gibt's wieder Punkte. Punkte gibt es in Flensburg. Jede Menge Punkte. Ah. Und da haben wir einen Auftrag. Stockfisch benötigt. 90 Stockfisch. Oh, ja, ne? 3.11. Stockfisch haben wir oben in Oslo, ne? Ist die Frage, kriegen wir die 90 Tonnen zusammen, die 90 Fässer? Was kauft die? Gibt 200, gibt ihr 220 ungefähr, Pi mal Daumen, ja, nehmen wir den an. Dann nehmen wir den an, fahren direkt mal nach Oslo hoch. So. 90 Fässer Stockfisch waren das. Oh. 80. 90. So. Wohin mussten die? Ich habe ein sehr kurzes Stockfisch nach Flensburg. Ja, dann bringen wir die nach Flensburg. Jetzt produzieren die nicht nur Gammelfleisch, jetzt produzieren die auch Gammelfisch. Gammelfisch gibt es. Hanf nach Reval. Nö, nicht dafür. Nicht für das bisschen. So, dann fahren wir hier runter nach Lübeck. Dann können wir nämlich da das Fischchen wieder verkaufen. Ne? Kriegen wir doch hin, ja. Oh, ja. Der Rest geht in den Kontor. So. 72.000 haben wir. Wir könnten hingehen und eine Kogge bauen. 54.000 haben wir genug Reserve. Den bauen wir. Am 6. Dezember. Schön zum Nikolaus. Ja, sehr schön. Das ist doch. Wunderbar ist das. Das freut mir. Am 6. Dezember ist dann unser Schiff fertig. Sehr schön. Können wir mal Holz holen in Malmö. Da haben wir einen Aushang. Fälle 40. Nein, ich fahre da nicht rüber. Guck mal, wir brauchen sowieso. Wir haben ja jetzt in Lübeck. Durch den Auftrag haben wir jetzt so oder so einen Holzmangel. Haben wir einen Holzmangel? Noch 50 Einheiten. Die bringen wir nach Komm, wir fahren Aalborg. Gehen wir noch ein bisschen Gammelfleisch holen. In Aalborg, wenn wir schon da sind. Ne? Guck mal hier. Oh, das lohnt sich. Das lohnt sich. Damit meine Matrosen auch schön die Scheißerei kriegen. Ne? Muss ich ja. Das muss. Aushang. Holz. 50 Tonnen. 50 Fässer hätte ich. 500 würde ich kriegen. Ah, wer kann Holz nach Flensburg liefern? Ja, wenn wir die schon haben, ne? Brauche ich nämlich nur noch 40 holen.
Und hier haben wir dann Wolle nach Lübeck. Könnten wir eigentlich mitnehmen, ne? Nehmen wir die nämlich auch noch mit. Wolle 40. So. Fahren wir nach Flensburg. Und dann geht es nach Lübeck. Hier wird das verkauft. So. Dann geht es nach Lübeck. Da wird die Wolle verkauft. So. Sehr schön. Das haben wir. Das haben wir noch Tuch benötigt. 30 Tuch. 900 bis zum 19.11. Jetzt ist die Frage, wer hat Tuch im Angebot? Oder wo kriegen wir günstig Tuch her? Ist eigentlich nur da drüben, ne? Ihr habt Kleidung. Hier, Edinburgh. Edinburgh macht Tuch. Das weiß ich. Aber wir sind auch die einzigen, glaube ich, hier auf der Karte, die Tuch herstellen. Oder? Hat hier noch einer Tuch im Angebot? Hamburg? Auch nicht. Riepen? Auch Riepen stellt auch Fleisch her. Gut zu wissen. Die stellen noch her. Und was sagen die Londoner? Die Londoner auch. Hier müsste man eigentlich hier noch ein Dings hin machen. Irgendwann so eine Handelsroute, der hier einkauft und das dann hier ins Lager oder verkauft. Lass uns mal nach Riepen fahren. Gucken, was die an Fleisch angeboten haben. Aushang. Tuch benötigt bis zum 19. Ja, der ist auch. Da war der Auftrag weg. Oh. Da war der Auftrag weg. Weg, 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 weg. Da war er weg. Da war er weg, der Auftrag. Wir sind in Riepen. Guck mal, hier gibt es auch einen Aushang. Ziegel nach Aalburg. Bis zum 11.11. Ich will erstmal gucken, was euer Fleisch ist. Ja, wenn wir dann sowieso wieder rum müssen, können wir die eigentlich mitnehmen, ne? 40 Ziegel, ne? So. Dann bringen wir die mal nach Aalburg. Wir müssen ja sowieso rum. Von daher ist das irgendwo sehr, liegt auf dem Weg. Es liegt auf dem Weg, also Wein. Warum nicht? Was sagen denn unsere Häuserchen hier? 2, 38 Mieteinnahmen. Was sagt die Gilde? Ich bin Letzter. Letzter. Privilegien. Oh. Da habe ich ein Schiff gebaut, ja. Ach ja. Bitteschön. Schenke ich euch. Ich war sowieso auf dem Weg. Fahren wir mal nach Göteborg. Auf nach Göteborg. Auf nach Göteborg. So. Käse nach Lübeck. Auf 400. Ja, nehmen wir mit. Kaufen wir hier 40 Käse. The Case. The Case. 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 The Case. Wir müssen ja sowieso runter. Auch Holz könnten wir auch noch. Ah, lohnt sich nicht wirklich, ne? The Käse nach Lübeck. Dann machen wir das doch. The Käse. Case, der Case, Case, Case. Auf nach Lübeck. Guck mal, das könnte haben, das könnte haben. 6. So, mit der Käse. Tuch benötigt. 30 Tuch. Bis zum 28.11. Das wären gute 3 Wochen. Ich muss sowieso nach Malmö. Da gucken, vielleicht haben die ja da noch was. Salz nach Flensburg. Bis zum 16. Eben ein bisschen spät, ne? Mein Schiff ist raus. Hat den Hafen verlassen. Hat den Hafen verlassen. Tuch, 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 Tuch. Ich würde im Einkauf würde ich 270 zahlen. Das ist die Frage, was würden die da unten nehmen? Für das Tuch 270.
Ich glaube aber, die würden auch rapide mit dem Preis dann runtergehen. Also lohnt sich das nicht wirklich, ne?